Servus, ich bin's wieder, Markus von Horntools. Willkommen zurück zu unserer Videoreihe zum Thema Seilwinden. Heute möchte ich über das Thema reden, sicheres Arbeiten mit der Seilwinde und euch erklären, was man dabei beachten muss. Hierzu stelle ich euch als erstes unser Recovery Kit Plus vor, präsentiere euch, welches Zubehör alles mitgeliefert wird und wie man das dann verwendet. Unser Recovery Kit Plus kommt in der 40 Liter Expedition Bag. Diese ist wasserdicht, sehr leicht zu reinigen und besitzt an allen Seiten Stahlösen, um sie auch mal auf dem Dachträger zu befestigen, falls sie mal dreckig geworden ist. Im Inhalt befinden sich unsere Bergehandschuhe, eine Seilverlängerung, falls dein Seil mal zu kurz sein sollte, natürlich ein Baumgurt, um dein Seil am Baum anzuschlagen, zwei Softshackle und unsere Horntools Umlenkrolle. Beginnen wir mit dem Thema sicheres Arbeiten. Als ersten Punkt, wenn ich mit einer Winde arbeite, ist für mich immer Handschuhe anziehen. Erstens mal ist es feiner, wenn man nicht unbedingt immer die dreckigen Hände bekommt. Und zweitens mal, wenn das Seil schon mal im Betrieb war, im Einsatz war, kann es oft mal sein, dass noch Dreck drin ist oder sonst was. Und wenn das Seil dann durch die Hände rutscht, passiert es gern, dass man sich daran verletzt. Daher immer Handschuhe anziehen und auf die eigene Sicherheit achten. Wir haben hier die Annahme, ich habe mich mit meinem Chimney festgefahren und möchte mich jetzt an diesem Baum da drüben einmal rausziehen. Dazu machen wir einen einfachen Zug mit der Seilwinde. Das baue ich jetzt auf und erkläre Schritt für Schritt, auf was zu achten ist, was wichtig ist für die Sicherheit und wie ihr euch am besten dann selber rausziehen könnt. Wir beginnen als allererstes damit, das Seil von der Winde abzurollen, um auf die Länge zu kommen, die wir benötigen. Wichtig hierbei ist, dass wir den Freilauf verwenden, um den Motor der Winde nicht vorher schon aufzuheizen. Wenn der Freilauf aktiviert ist, kann ich das Seil einfach von Hand abrollen. Um eine einfache Bergung durchzuführen, verwenden wir einen Baumgurt und einen Softshackle. Den Baumgurt verwenden wir immer, um in der Natur natürlich alles zu schonen, was möglich ist. Die Fahrt ins Gelände ist meistens schon ein Eingriff in die Natur, daher schauen wir, dass wir alles andere vermeiden, was irgendwie Schaden an der Natur verursacht. Wir legen den Baumgurt einfach um den Baum herum, nehmen unseren Softshackle und hängen das Ganze dann hier zusammen. Dazu lösen wir den Softshackle ein bisschen mehr, dass das Einfahren einfacher wird. Und dann einfach nur den Knoten durch die Öse ziehen. Geht am Anfang immer ein bisschen schwieriger. Sobald man den Softshackle ein-, zweimal verwendet hat, geht das Ganze dann recht einfach. Der Softshackle zieht sich dann, sobald Last drauf ist, selber zu und somit ist das Ganze sicher. Den Windenhaken können wir einfach im Softshackle einhängen. Bitte vermeidet es, das Seil so durchzulegen und dann einzuhängen. Damit schwächt ihr euer Seil und könnt eventuell einen Seilriss verursachen. Wichtig ist natürlich, dass die Falle auch immer komplett geschlossen ist, dass ich das Seil nicht aushängen kann, sobald ich auf Zug gehe. Somit sind wir eigentlich schon so weit, dass wir mit dem Windenbetrieb beginnen können. Hierzu einfach wieder den Gang einlegen, dass die Winde nachher auch auf Zug gehen kann. Den Trennschalter, den Haupttrennschalter einschalten, dass die Winde Strom bekommt. Und dann ganz wichtig, im Windenbetrieb lassen wir den Motor des Autos immer laufen, sodass die Batterie immer vorne zu wieder weiter geladen wird. Nichts Lästigeres, wie wenn man das vergisst, sich selber rauszieht, ins Auto einsteigen will, losfahren will und die Batterie ist leer, dann steht man nämlich genau gleich wieder da. Wir verwenden unsere Funkfernbedienung. Da ich heute allein unterwegs bin, habe ich so den besseren Überblick, kann immer vorne ein bisschen schauen, was macht mein Seil und eventuell durchs Fenster ein bisschen mitlenken. Zuerst starten wir den Motor des Fahrzeugs, dass die Batterie immer geladen wird. Einige von euch haben bestimmt auch schon gesehen, dass im Windenbetrieb die Motorhaube geöffnet wird. Das dient dazu,
um Sicherheit zu schaffen, wenn das Seil reißen sollte. Was gerade bei Stahlseilen ein guter Aspekt ist. Wenn die Motorhaube geöffnet ist und das Seil reißt, kann es mir nicht in die Windschutzscheibe schlagen und mich verletzen. Bei den Kunststoffseilen ist die Gefahr etwas geringer, da die nicht mit seiner Wucht zurückschnellen. Da ich heute allein unterwegs bin, lasse ich die Motorhaube zu, um immer zu sehen, wo geht mein Seil lang, was mache ich gerade. Ich selber arbeite in so einem Fall immer gern mit der Funkfernbedienung, da ich im Fahrzeug sitzen bleiben muss. Ich muss ja mein Fahrzeug auch dagegen sichern, dass wenn das Seil reißt oder sonst was ist, dass das Auto dann zurückrollt. Wenn ich jetzt nicht im Auto wäre und das Seil reißt, würde mein Fahrzeug frei einfach den Hang runterrollen. Hier hätten wir jetzt natürlich den Vorteil, dass wir in flachem Gelände sind, da kann das weniger passieren. Aber aus Sicherheitsgründen bleibt man immer im Auto sitzen oder sucht sich eine andere Möglichkeit, wie zum Beispiel Radkeile, um das Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern. Dann kann man auch draußen ein bisschen ums Fahrzeug arbeiten. Aber in diesem Fall ist es gut möglich, von innen zu arbeiten und mit der Funkfernbedienung zu arbeiten. Um sicher winden zu können, müssen wir natürlich den Motor laufen lassen, den Gang rausnehmen und die Handbremse lösen. Dann können wir eigentlich schon beginnen, das Seil zu spannen. Aus dem Fahrzeug raus können wir gut beobachten, wie das Seil sich langsam spannt. Und sobald wir auf Spannung sind, fangen wir immer in einer kurzen Taktung an zu winden, um zu sehen, was passiert. Sollte etwas Unvorhergesehenes passieren, kann ich immer noch auf die Bremse treten, das Auto sichern mit der Handbremse und dann mal nachschauen. Großes Thema ist auch dass beim sicheren Arbeiten, dass ich ab und zu mal schaue, wie verhält sich mein Seil denn auf der Winde. Da ich jetzt in einem leicht schrägen Winkel ziehe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sich mein Seil einseitig aufwickelt. Wenn ich dann noch eine Winde habe, bei der ich sehr viel Seil drauf habe, kann es passieren, dass ich bei einseitiger Wicklung mir meine eigene Seilwinde zerstöre. Daher immer wieder mal ein bisschen schauen, was passiert denn gerade vor meinem Auto. Wir haben hier das Glück, dass wir nicht unter wahnsinnig großer Last stehen, weil wir im ebenen Gelände sind. Daher könnte ich hier von Hand das Seil einfach richten, dass es seitlich wieder mehr aufwickelt. Wenn ich im Gelände bin, schaut das Ganze ein bisschen anders aus. Dann muss ich eventuell mit der Lenkung mitarbeiten, dass ich gerade ziehe oder den Anschlagpunkt wechseln, dass ich mal auf die andere Seite einen anderen Baum auswähle und dort dann den Anschlagpunkt nehme, so dass ich dann wieder eine schöne Verteilung vom Seil habe. Ein kleiner Tipp, den ich vorher noch vergessen habe beim Seilwinden, Seil abrollen. Ich mache es bei meinen Seilwindenseilen immer so, dass ich mir die letzte Lage auf dem Seil mit einem Klebeband markiere, mit einem farbigen, sodass ich sehe, wann ich aufhören muss, das Seil abzurollen. Wenn ich jetzt das Seil komplett runterwickle, könnt ihr euch vorstellen, wie es bei einem Seilwindensystem, wie angenehm das ist, das Seil da wieder reinzufummeln. Wenn man eine farbliche Markierung auf dem Seil hat, weiß man einfach bis zu diesem Punkt und nicht weiter. So, jetzt habe ich meine Bergung abgeschlossen. Das Auto ist wieder fahrbereit und ich muss alles wieder zurückbauen. In diesem Fall gebe ich euch den kleinen Tipp, das Seil einfach locker lassen, nochmal weiter abrollen, um zu sehen, habe ich irgendwelche Beschädigungen am Seil. Wenn ich natürlich unter Volllast ziehe, kann es auch mal passieren, dass ich mein Seil überlaste. Das merkt ihr einfach daran, dass das Seil an diesen Punkten, wo es überlastet wurde, dünner wird. In diesem Fall solltet ihr sowas feststellen, bitte das Seil aussondern. Ihr wisst nicht mehr, was hält das Seil aus und hilft es mir bei meiner nächsten Bergung noch. Wenn ihr irgendwo feststeckt und denkt, ich habe eh eine Seilwinde, ich kann mich rausziehen, das Seil dann abrollt und es reißt beim Ziehen, ist es sehr ärgerlich. Daher bitte vorher das Seil kontrollieren und immer darauf achten, dass alles in Schuss ist und alles in Ordnung ist. Alle Teile, die ihr benutzt, nach dem Benutzen einfach zu Hause nochmal reinigen, alles kontrollieren. Dann kann man es wieder verstauen und kann sich immer sicher sein, dass man ein funktionierendes Recovery Kit und eine funktionierende Seilwinde dabei hat. So, das war's vom ersten Thema. Im nächsten Video führen wir eine Bergung mit der Umlenkrolle durch und zeigen euch noch, wie man seine Zugkraft bei der Winde verdoppeln kann. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dann!